Weihnachts- und Silvesterverkehr. An Heiligabend und an Silvester fahren alle Straßenbahnen und Busse von Cottbusverkehr nach dem normalen Samstagsfahrplan. An den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage. Dazwischen fahren alle Linien wie im Ferienfahrplan Montag bis Freitag beschrieben. Alle Informationen zu den Fahrzeiten gibt es auch nochmal im Kundenzentrum in der Stadtpromenade oder unter cottbusverkehr.de. Lagune macht Weihnachtspause. Das Sport- und Freizeitbad Lagune bleibt am 24. und 25. sowie am 31. Dezember geschlossen. Dafür kann man an Neujahr schwimmen gehen. Die Bade- und Saunalandschaft hat dann von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Außerdem können alle Freikarten, die bis 31. Dezember 2015 galten, jetzt noch bis Ende des Jahres eingelöst werden. Weihnachten im Tierpark. An allen Feiertagen ist der Tierpark von 9 bis 17 Uhr geöffnet. An Heiligabend und Silvester schließt er aber schon um 14 Uhr. Einlass ist jeweils bis eine Stunde vor Schließung. In verschiedenen beheizten Häusern im Tierpark können sich Besucher zwischendurch immer wieder aufwärmen. Wochenmarkt ändert Standort und Öffnungszeiten. Der Wochenmarkt auf dem Oberkirchplatz findet am Samstag von 6 bis 12 Uhr statt. Am Dienstag, dem 27. Dezember, entfällt er komplett. Danach zieht der Markt auf den Stadthallenvorplatz. Vom 28. bis 30. Dezember hat er dort dann täglich geöffnet. DKW auch an Weihnachten geöffnet. Das Kunstmuseum Dieselkraftwerk steht Besuchern am ersten Weihnachtsfeiertag und am 1. Januar jeweils von 14 bis 18 Uhr offen. Am 26. Dezember öffnet das Museum schon um 10 Uhr. Dafür bleibt es an Heiligabend und an Silvester geschlossen. Alle Öffnungszeiten gibt es nochmal unter museum-dkw.de.